Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Diese Woche mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass euch die Hacking-News betreffen, dass ich mit euch eine Wette eingehen möchte. Das heißt, wenn ihr nicht betroffen wart von den IT-Trends diese Woche, dann will ich, dass ihr mir unten einen Kommentar schreibt, ich war nicht betroffen. Ich will wissen, wie viele das waren, denn ich glaube, es waren wirklich allerhöchstens 5 oder 6 Leute, die hier nicht betroffen sind. Achtung, kleines Update hier, ich bin gerade am Schneiden und die allererste Meldung, die ich euch geben möchte und muss, ist natürlich diese hier. Denn ja, das zählt auch zu den Hacking News und zwar hat sich jemand meine Identität auf YouTube geklaut. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr in den letzten paar Stunden oder Tagen eine Meldung bekommen habt, dass euch The Morpheus Vlogs geantwortet hat auf euer Kommentar und dort dann Werbung für irgendeinen Kryptohandel vorgeschlagen hat und anschließend eine Nummer für WhatsApp Kontakt ausgetauscht hat. Bitte auf gar keinen Fall diesen Menschen kontaktieren, denn das bin offensichtlich nicht ich. Der Account ist reported und ich würde euch bitten, je nachdem, also jetzt ist gerade Donnerstag, ich weiß nicht genau, wie lange es braucht, bis der Account gesperrt wird. Wenn er noch morgen da sein sollte, also Freitag, wenn das Video rauskommt, dann bitte ich euch einmal kurz, diesen Account auch zu melden. Und ja, ich habe auch schon natürlich einen Textpost verfasst dazu. Was mich allerdings am meisten aufregt, ist hier an der Stelle YouTube. Und hier kommen wir quasi schon zum Fail der Woche, denn bitte YouTube, es muss doch möglich sein, dass wenn ich einen Account blockiert habe, dass er keine Kommentare schreiben darf, dass dann auch all die Kommentare gelöscht werden, die er schon geschrieben hat. Denn ich habe schon circa 100 Kommentare jetzt gerade gelöscht und es sind immer noch locker 100 Kommentare da, die ich noch nicht gelöscht habe, obwohl ich ihn ausgeblendet habe. Was ist das? Warum geht das nicht automatisiert? Ich kann keine automatisierten Kommentare löschen lassen. Das heißt, ich kann nicht mal sagen, bitte lösch mir alle Kommentare von diesem Nutzer. Das ist schon bisschen Armutszeugnis. Da würde ich mich freuen, wenn ich da eine bessere Möglichkeit für euch hätte, denn ich habe wirklich eine lange Liste an blockierten Accounts auf diesem und auf meinem Hauptkanal, weil ich ständig Werbung für irgendwelche Hacker auf Instagram oder Scam, Bitcoin, Trading, Zeugs, was auch immer bekomme und die muss ich natürlich alle löschen. Aber es ist sau schwer, da hinterher zu kommen, weil einfach täglich mindestens, und das ist jetzt ungelogen von meinen beiden Kanälen zusammen, kommen täglich locker so circa 10 bis 20 Meldungen rein, also 20 Kommentare rein von Accounts, die Werbung machen für sich. Und ich kann die nicht alle auf einmal löschen lassen, ich kann einfach nur, naja, provisorisch sagen, der darf nicht mehr in Zukunft was schreiben. Ich kann aber nicht alles von dem löschen lassen. Ja, sehr traurig, aber bitte seid hier gewarnt, dass das auch euch betreffen könnte. Der schreibt nämlich in meinem Namen in die Kommentare rein. Und wir starten natürlich wie immer direkt durch mit den Hacking News. Dieses Mal als allererstes mit Chrome. Chrome hatte mehrere Schwachstellen, die jetzt im letzten Patch behoben wurden. Das sieht man an den Patch Notes. Und ja, deswegen bitte ich euch einmal Chrome zu patchen. Der Punkt hinten dran ist allerdings, man weiß natürlich nicht genau, was das für Schwachstellen waren. Allerdings wurde eine Schwachstelle irgendwas mit Audio Lifecycle von Microsoft reported und da wurde tatsächlich unten drunter von Chrome bzw. von den Entwicklern selbst bemerkt, diese Schwachstelle wurde scheinbar aktiv exploited. Das bedeutet, da draußen war ein Zero-Day-Exploit für Chrome und Microsoft hat die Schwachstelle quasi gefunden und jetzt wurde sie behoben. Allerdings weiß man nicht, wie lange da vielleicht schon irgendwelche Schwachstellen bzw. Exploits rumgelaufen sind, die dann irgendwas Böses gemacht haben. Das heißt, ja, es ist besonders dringend, dass sie hier patcht, wenn es schon aktiv exploited wurde. Das zweite ist, dass das CERT-Team, also das IT-Security-Defense-Team sozusagen von Deutschland selbst vor einer Phishing-Mail warnt, die vermeintlich von Jens Spahn persönlich bzw. vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit, verschickt wird. Diese E-Mail sieht so aus und enthält im Anhang eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei wiederum enthält eine Executable-Datei, das heißt eine Datei, die man ausführen kann, und die ist natürlich Malware. Aber trotzdem, gerade mit den Impfterminen, gibt es sehr, sehr viele Leute, die auf so eine E-Mail, auf so eine Benachrichtigung gerade warten, dass sie irgendwie geimpft werden können oder. Und dementsprechend ist das hier ziemlich gefährlich, wenn man so eine E-Mail dann auch bekommt und vielleicht nicht weiß, dass sie bösartig sein kann. Vor allem, weil, wenn man sich die Adresse nochmal genau anguckt, die auch ziemlich valide aussieht. Das heißt, auch hier gilt, ich bitte euch, keine ZIP-Anhänge aus E-Mails aufzumachen, beziehungsweise schon gar keine ausführbaren Dateien auszuführen, denn die sind ziemlich sicher Malware und würden euer System komplett lahmlegen im schlimmsten Fall. Als nächstes möchte ich euch etwas vorstellen, was wahrscheinlich die allerwenigsten von euch betrifft, denn es handelt sich um Fabrikroboter, genauer gesagt um die Produktreihe Logix der Firma Rockwell Automation.
Trotzdem ist das Ganze so spannend, dass ich es euch trotzdem vorstellen möchte, denn man kann hier vielleicht nicht ganz ablesen, wie schlimm das eigentlich sein könnte. Zunächst einmal, was genau ist die Schwachstelle hierbei? Nun, im Endeffekt keine richtige Schwachstelle, sondern einfach nur eine absolute Dummheit des Entwicklers. Und zwar sind die Keys, also die Schlüssel, um diese Controller zu kontrollieren, einfach hart gecodet in dem Controller drin. Das bedeutet, man kann ihn nicht ändern. Und es ist immer derselbe Schlüssel. Das bedeutet, wenn ich einen kenne, kenne ich alle. Und jetzt kommt der Clou. Wenn dieser Roboter am Internet dranhängt, dann kann jeder auf der ganzen weiten Welt diesen Roboter komplett kontrollieren und auch die Hardware umschreiben, das, was er tut, umschreiben und so weiter und so fort. Hängt er nur im lokalen Netzwerk, dann ist das natürlich kein Problem. Und genau das hat jetzt die Firma Rockwell Automation auch gesagt. Bitte nehmt die Dinge halt einfach nicht ins öffentliche Internet, sondern packt sie halt hinter eine Firewall, also quasi, dass sie nicht von außen erreichbar sind. Das ist eine ziemlich faule Lösung in meinen Augen, denn manche brauchen das vielleicht und manche haben vielleicht auch nicht unbedingt die Ahnung, um das jetzt zu machen oder haben vielleicht irgendwas falsch konfiguriert. Deswegen sollte man hier immer das Prinzip Security by Design verfolgen. Das bedeutet, man sollte ein System erstmal secure gestalten. Und anschließend sollte man vielleicht sagen, okay, wenn du das wirklich möchtest, dann kannst du es ans Internet schalten. Hier bitteschön musst du ein Passwort setzen. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Denn genau in diesem Fall könnte jetzt zum Beispiel ein findiger Hacker, also Hacker in Anführungsstrichen, weil es wirklich sehr, sehr einfach ist, das Ding zu exploiten, könnte ich hier tatsächlich einfach hergehen und die Software ein kleines bisschen manipulieren, dass es niemandem auffällt, über Jahre hinweg. Und dadurch, zum Beispiel, nehmen wir an, die Dinger werden jetzt für Autoindustrie eingesetzt. Nur als kleines Beispiel. Ich weiß nicht, wofür sie genau eingesetzt werden. Das wird wahrscheinlich nicht so öffentlich sein. Nehmen wir an, sie werden für die Autoindustrie eingesetzt. Man kann jetzt hier einfach mit diesem Key das Ganze ein kleines bisschen ändern. Dass zum Beispiel der Airbag sich nicht öffnet. Dann könnte ein bösartiger Hacker hier wirklich hergehen und im Zweifelsfall Menschen damit umbringen. Zwar nicht irgendwie gezielt jetzt, aber auch nicht sofort, aber über einen sehr langen Zeitraum. Und das ohne, dass es irgendjemand wirklich merkt. Und das kann A, die Firma natürlich sehr, sehr teuer zu stehen kommen, die die Autos produziert. Und auf der anderen Seite ist es einfach nur wahnsinnig tragisch. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man hier Security by Design macht und nicht einfach sich da so faul rausredet und sagt, ja, dann nehmt ihr halt aus dem Internet raus. Was meint ihr dazu? Dürft ihr mir wie immer gerne schreiben. Als nächstes möchte ich euch etwas vorstellen, was wahrscheinlich wieder mehr Leute unter euch betrifft. Und zwar alle Alexa-Besitzer. Alexa-Skills sind quasi Apps für Alexa, das heißt Erweiterung sozusagen. Und die kann jeder programmieren. Das heißt, ich könnte hergehen und mir so einen Alexa-Skill schreiben und den dann eben auf dem Marktplatz hochladen, wenn ich das möchte. Und dann kann ihn sich jeder runterladen. Davor muss natürlich Amazon das Ganze erstmal akzeptieren. Aber hier kommen wir genau zu dem Exploit, den einige Forscher der Ruhr-Universität Bochum gefunden haben. Und zwar folgendes Szenario. Wenn ihr einen normalen Skill schreibt, dann wird der von Amazon approved und landet dann im Marketplace oder halt im App Store oder wie man das Ding auch wieder nennt. Und anschließend kann der von jedem runtergeladen werden. Jetzt kann ich als bösartiger Entwickler aber erstmal was Gutartiges entwickeln, zum Beispiel einfach irgendeinen Schachskill oder sowas. Und anschließend kann ich jetzt hergehen, nachdem das Ganze von Amazon approved wurde, und danach erst einen bösartigen Skill daraus machen. Das bedeutet, ich ändere zum Beispiel, dass es nicht mehr auf Hey Alexa, ich will Schach spielen oder sowas hört, sondern eben danach auf etwas anderes hört. Zum Beispiel Lieferando. Denn es wird nicht überprüft, ob zum Beispiel sich jetzt hier irgendwas ändert und ob Firmennamen betroffen sind, wird auch nicht überprüft. Und das ist das große Problem. Tatsächlich sind knapp 10.000 Skills bei Alexa zu holen, die eigentlich den Namen zumindest mit einem anderen Skill teilen. Das bedeutet, dass die eigentlich auf dasselbe Wort hören. Und das ist schon ein bisschen problematisch, wenn man sich das genau vorstellt. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach hergehen und einen Skill schreiben, der sich eigentlich oder der auf dasselbe Wort hört wie ein anderer Skill und dann einfach mitschneidet, was man mit diesem Skill an Daten teilt. Das bedeutet, wenn ein anderer Skill zum Beispiel die Berechtigung hat auf verschiedene Sachen oder einfach nur zuhören darf, wie zum Beispiel Wohnort oder Telefonnummer oder sowas gesagt wird, dann kann ich das quasi mitschneiden, zum Beispiel bei Lieferando eben dann einfach mitschneiden, wo ihr eigentlich gerade wohnt. Und das ist schon ein bisschen gruselig. Was ihr da machen könnt, naja, eben nur wirklich Skills benutzen, die tatsächlich auch
sicher sind. Das heißt, die tatsächlich original sind und nicht irgendwie einfach von irgendeinem Dritthersteller sind. Aber ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr schwer zu überprüfen und erfordert sehr viel Arbeit. Nicht ganz angenehm also, da sollte Amazon vielleicht was an ihrem Verifizierungssystem übernehmen. So, und mit dem nächsten Exploit werde ich wahrscheinlich die allermeisten von euch kriegen, denn es handelt sich um einen Windows 10 Exploit, der von Google gefunden wurde. Das heißt, alle, die bitte noch nicht ihr Windows 10 gepatcht haben, bitte jetzt sofort patchen, und zwar bevor ihr eine Webseite aufruft. Denn dieser ganze Exploit kommt über Webseiten, und zwar egal welcher Browser, auf euer System. Und zwar über eine bösartige Schriftart. Das Ganze ist ein Grafikbug in Windows und führt dazu, also es wird quasi eine bösartige Schriftart auf einer Webseite eingebunden. Ihr kriegt diese Webseite angezeigt und auch natürlich diese Schriftart. Und diese Schriftart triggert dann in Windows 10 drinnen einen Bug, ist im Endeffekt ein Heap-Based Buffer Overflow, muss euch jetzt nichts sagen, der dazu führt, dass Remote Code Execution möglich wird. Das heißt, derjenige, der die Website geschrieben hat, der kann danach euren Rechner im schlimmsten Fall kontrollieren, und zwar komplett. Und das ist ziemlich böse, vor allem, wenn wir uns überlegen, dass man sich auch Werbung kaufen kann, die vielleicht so eine Schriftart anzeigen möchte. Das bedeutet, ich kann jetzt hier einfach hergehen, diese Schriftart nehmen, mir Werbung kaufen mit dieser Schriftart drin, einfach einbinden lassen über Millionen von Websites zum Beispiel, und dadurch triggere ich einen Remote Code Execution Angriff gegen sämtliche Geräte, die quasi Windows 10 haben und das akzeptieren. Und das ist schon sehr, sehr böse. Das heißt, bitte, bitte patcht da mal euer Windows kurz. Das nächste ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar wollen wir uns Ryuk ein bisschen genauer angucken. Ryuk ist eine Gang im Endeffekt, die Ransomware as a Service anbieten. Das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell, hinter dem sich Folgendes verbirgt. Ich kann jetzt als bösartiger Mensch hingehen zu diesem Ryuk oder zu dieser Gang Ryuk und sagen, ey, ich würde gerne 50 PCs verschlüsseln lassen und die Benutzer oder deren Eigentümer erpressen mit ihren Daten. Das heißt, ich bezahle Ryuk eine gewisse Summe Geld und die verschlüsseln dann auf verschiedenen PCs die Daten und als Lösegeldadresse tragen sie einfach meine Bitcoin-Adresse zum Beispiel ein und ich habe dann natürlich am Ende ein paar Bitcoin. Die Gefahr natürlich für mich, dass ich erkannt werde, ist ein bisschen höher als für Ryuk, denn Ryuk hat ja keine Zahlungsinformationen oder sowas hinterlegt. Ziemlich cleveres Geschäftsmodell also, und ja, hinten dran verbirgt sich tatsächlich eine sehr, sehr bösartige Malware, denn Ryuk handelt momentan mit einem Wurm. Und ein Wurm hat immer die Fähigkeit, deswegen heißt er so, sich selbst zu replizieren. Das bedeutet, er verbreitet sich, wenn ihr den auf eurem Windows-Rechner habt, übrigens auch wieder nur Windows betroffen, hier aktuell zumindest, dann verbreitet das Ding sich erstmal auf alle anderen Windows-Rechner im selben Netzwerk, die das Ganze nicht durch eine Firewall oder sowas abschirmen. Und das ist ziemlich, ziemlich böse. Ryuk steckt wahrscheinlich auch hinter den Ransomware-Angriffen auf das US Healthcare System, also auf sehr viele Krankenhausangriffe, was ungefähr zeigt, wie viel Skrupel sie haben. Und ja, die einzige Lösung ist, dass ihr genau wisst, was für Windows-Rechner sich in eurem Netzwerk befinden und da möglichst alles abschirmt, was irgendwie bösartig sein könnte. Das heißt, eine LAN-Party ist vielleicht jetzt gerade nicht die allerbeste Idee, aber auch wegen anderen Viren ist vielleicht die LAN-Party keine so gute Idee aktuell gerade. Als nächstes wollen wir uns die absolut unfassbare Geschichte von Gootloader angucken. Das ist nämlich eine Sache, die momentan immer attraktiver wird. Und zwar, es werden Websites gehackt. Ja, das ist erstmal der erste Schritt dahinter. Das kann auf viele verschiedene Techniken funktionieren und ist meistens auch, wie ihr wahrscheinlich durch diese Hacking-News wisst, gar nicht mal so selten. Tatsächlich wird dann aber dieser bösartigen, also jetzt bösartigen Website ein ordentliches Polishment verpasst. Und das bedeutet, sie bekommt eine Search Engine Optimization vom Hacker. Und die hat sich ordentlich gewaschen. Im Hintergrund laufen über 400 Server, zumindest schätzt man das, die diese Websites dann ordentlich nach oben pushen in den Google und DuckDuckGo etc. Suchergebnissen. Und dadurch landen die natürlich bei Suchanfragen sehr weit oben und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand die bösartige Malware, die sich dann auf der Webseite befindet, runterlädt, steigt natürlich ganz extrem.
Und ja, im Endeffekt eigentlich was Gutes für die Webseite, aber gleichzeitig auch was absolut Schlimmes für die Webseite. Denn wenn man diese Webseite dann nicht relativ schnell von dieser Malware befreit, dann verbreitet die sich schon ganz schön ordentlich. Und in Kombination gerade mit so Sachen wie der Schadsoftware von Ryuk, die ich gerade euch vorgestellt habe, ist das schon nicht angenehm. Und weiter geht's mit den Hacking News. Wir sind immer noch nicht beim Hack der Woche angekommen. Diese Woche ist mal wieder echt absolut krank, was da alles passiert ist. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich dann den letzten von euch, denn es gibt aktuell einige Leute, die Fritzbox-User gerade in Deutschland angreifen. Das bedeutet, Fritzbox, was ist das überhaupt erstmal? Ein Fritzbox ist normalerweise ein Router. Das bedeutet, ihr schließt quasi euren Internetanschluss an eure Fritzbox an. Und von dort wird der Traffic weiterverteilt an zum Beispiel TV, Handy, PC, was auch immer ihr in eurem lokalen Netzwerk zu Hause eben habt, sofern ihr es natürlich im WLAN drin habt. Und hier gibt es jetzt zwei Varianten, wie man diese Fritzbox betreiben kann. Und zwar einmal zum Beispiel nur so, dass die Einstellungen über das Heimnetzwerk verfügbar sind. Das heißt, nur jemand, der sich in dieser Fritzbox eingewählt hat, kann die Einstellung ändern. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Leute, die die Fritzbox von außen erreichbar machen. Und das sind die, die von diesem Angriff betroffen sind. Im Endeffekt ist es allerdings kein richtiger Hack oder sowas, sondern einfach nur eine IP-Adresse. Das heißt, wahrscheinlich hat sich irgendjemand halt einen Server gemietet und von dem gehen halt wirklich viele Angriffe aus. Ich linke die euch unten auch in der Beschreibung. Und diese IP-Adresse startet einfach nur Brute-Force-Angriffe auf sehr, sehr viele Fritzboxen, die halt einfach so verfügbar sind. Problematisch ist jetzt allerdings nur, wenn ihr eben euer Standardpasswort nicht geändert habt. Das heißt, wenn ihr eben euer Passwort nicht geändert habt, kann es eben sein, dass derjenige Zugriff auf eure Fritzbox bekommt und dann eben dort alles umstellt. Und ja, dann hat er im Endeffekt Zugriff auf euer Heimnetzwerk im schlimmsten Fall. Nicht angenehm also, das heißt bitte, bitte entweder die Fritzbox nur fürs interne Netzwerk zugänglich machen oder einfach sagen, hey, ich benutze hier wirklich ein super starkes Passwort. Denn im Endeffekt ist nicht mehr dabei als ein wirklicher Brute-Force-Angriff. Das heißt, wenn ihr auf keiner Wordlist draufsteht, dann seid ihr hier eigentlich nicht von betroffen. Was ihr außerdem noch machen könnt, ist zum Beispiel einfach diese eine IP-Adresse, weil es halt wirklich nur eine IP-Adresse ist, einfach zu blockieren und schon seid ihr eigentlich fein raus. So, und damit kommen wir nun endlich sozusagen zum Hack der Woche und der betrifft diese Woche die App Gab, G-A-B. Die ist allerdings nicht mehr beim Play Store verfügbar, denn dort wurde sie gebannt, weil sie gegen die Terms of Service verstoßen hat. Und ein Jahr später wurde sie auch von GoDaddy, das ist ein Hosting Provider, das heißt, da stiegen die Server oder standen die Server quasi von Gab, wurden sie da auch gebannt. Grund dafür war, dass dort jemand auf Gab geäußert hat, dass er einen gewissen Hass gegen hebräische Immigranten hat und anschließend in Pittsburgh 11 Menschen getötet hat. Vor einer Synagoge. Also, ihr habt es vielleicht mitbekommen und ja, das zeigt schon relativ eindeutig, dass Gab eher im rechten Spektrum gefischt hat und das war auch so ein bisschen die Zielgruppe. Denn kurz nachdem die App Parler offline gegangen ist, sind sehr, sehr viele Nutzer von Parler auf Gab gewechselt. Unter anderem übrigens auch Donald Trump selbst ist dorthin gegangen. Das bedeutet, Donald Trump wurde hier auch von diesem Hack betroffen und diese Daten sind natürlich ziemlich spicy. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, wer steckt da eigentlich dahinter? Also man vermutet da ja schon einen kleinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Plattformen dann, wenn die so eher für Rechte oder Rechtsextreme gedacht ist und Parler eben auch. Und tatsächlich steckt hinter diesem Angriff die Gruppe Denial oder Distributed Denial of Secrets. Also quasi ein Wortspiel mit Denial of Service Angriff, nur dass es eben an Secrets gerichtet ist. WikiLeaks-artige Veröffentlichung ist allerdings nicht so ganz ihr Ding, denn sie wollen tatsächlich selektieren, wem sie die Daten geben und deswegen haben sie tatsächlich ein Kontaktformular eingerichtet. Das heißt, wenn ihr zu der Gruppe Journalisten, Sozialwissenschaftler oder Forschung gehört, dann könnt ihr da tatsächlich über das Kontaktformular die Daten von Gab abfragen oder zumindest anfragen, ob ihr die haben könnt. Und das finde ich schon eigentlich eine interessante Art und Weise, wie man mit sowas umgeht. Allerdings solltet ihr das vielleicht nochmal mit eurem Anwalt abklären, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so rechtlich in Ordnung ist, wenn man solche Daten dann auch bekommt. Das ist ja eigentlich datenschutzrechtlich auch nicht in Ordnung. Und ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir wie gesagt unten gerne mal in die Kommentare reinstecken. Allerdings muss man tatsächlich hier sagen, es sind 70 GB an Daten, darunter alles außer Profilbildern und Videos, beziehungsweise Bildern generell und Videos, die wurden scheinbar separat gespeichert. Und die Daten wurden über eine einfache SQL-Injection einfach abgegriffen. Das heißt, da ist jetzt wirklich keine großartige Sicherheit im Hintergrund gewesen, denn eine SQL-Injection ist so ziemlich das Erste, was man eigentlich überprüft und ob es da eine Schwachstelle gibt. Also,
ja, da lässt sich auf jeden Fall ein bisschen was besser machen. Aber was ihr dazu meint, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, schreibt mir das gerne mal unten rein. So, und damit kommen wir zu den Privacy News diese Woche mit TikTok. TikTok ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie irgendwie besonders viel auf die Privatsphäre ihrer Nutzer Wert legen. Aber ja, jetzt gibt es tatsächlich eine Klage in den USA. Und zwar eine Klage, eine Sammelklage, die gleich von mehreren Personen und gleich mehrere Anklagepunkte enthält. Und unter anderem hiermit. Und zwar einmal, dass sie Daten nach China abführen. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Aber, dass sie diese Daten dann auch benutzen für KIs. Das heißt, Training von künstlichen Intelligenzen zur Erkennung des Alters, des Geschlechts und der ethnischen Herkunft. Und das ist schon ein bisschen sehr, sehr schwierig, muss man hier sagen. Vor allem, weil die Nutzer dem nicht zugestimmt haben. Außerdem werden die Daten scheinbar an Facebook, Google und andere Firmen verkauft. Und das ist normalerweise gar nicht im Interesse. TikTok hat jetzt hier, um diese Anklage abzuwimmeln sozusagen, 92 Millionen Dollar bezahlt. Das hört sich erstmal nach einer riesigen Summe an. TikTok sagt aber nicht, dass sie irgendwie das wirklich tun, also dass sie wirklich das mit den Daten machen, sondern sie sagen, sie wollen ihre Zeit lieber mit anderen wertvolleren Dingen verbringen, und zwar, dass sie ihrer TikTok-Community wertvolle Inhalte oder wertvolle neue Features bringen, anstelle von solchen Klagen irgendwie. Ja, 92 Millionen scheint mir dann doch ein bisschen viel dafür, deswegen. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach verschleiern wollen, was sie da tatsächlich alles im Hintergrund machen und dass das eben nur die Spitze des Eisbergs von TikTok war und im Hintergrund noch sehr, sehr viel mehr passiert. Alles in allem würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, die App zu benutzen, aber gut, das wisst ihr wahrscheinlich schon selber, dass ich da eher abrate von. So, und damit kommen wir zu den Politik-News, und ich habe schlechte Nachrichten für euch, ich habe gleich zwei davon. Und ja, mit dem ersten werde ich wahrscheinlich den allerletzten von euch auch noch bekommen. Und zwar geht es um die automatische Kennzeichenerfassung. Das bedeutet, man möchte Ort, Datum, Uhrzeit, Kennzeichen und Fahrtrichtung speichern und das am besten ganz bundesweit. Und das soll dabei helfen, eben Straftaten, die in regelmäßigen Abständen von Banden durchgeführt werden, zu besser verfolgen zu können, weil die natürlich immer ein Auto haben und dann zum Beispiel auf der Autobahn einfach in irgendeine andere Richtung fahren und dann irgendwie wechseln und so weiter und so fort, und ja, dann landen sie irgendwann im Ausland und dann interessiert sowieso keinen mehr. Das soll damit eben bekämpft werden. Aber im Endeffekt stellt das natürlich auch wieder noch mehr Bürger, im Endeffekt jeden Autofahrer, unter Generalverdacht, und das ist schon ein bisschen fragwürdig, wenn wir uns das mal so überlegen. Das zweite ist allerdings noch ein kleines bisschen gravierender, und ja, ihr kennt natürlich alle Horst Seehofer, unseren Innenminister, der sich durch andere Maßnahmen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, sage ich jetzt einfach mal. Der hat jetzt hier noch ein bisschen mehr gefordert, und zwar eine Ausweispflicht, also wirklich Ausweispflicht, für andere interpersonelle, nummernunabhängige TK-Dienste. Das bedeutet, also übersetzt jetzt quasi, nummernunabhängig bedeutet, ihr habt keine Rufnummer hinten dran, also sowas wie Signal oder WhatsApp oder Skype oder Threema oder. Und interpersonell bedeutet, ihr könnt mit anderen Leuten kommunizieren. Das heißt, alles, was zur Kommunikation da ist, ohne dass man eine Rufnummer zwingend braucht, wobei man für die Rufnummer ja so oder so schon einen Ausweis hinterlegen muss. Man kann ja mittlerweile keine SIM-Karte mehr kaufen, ohne dass man tatsächlich seinen Ausweis gezeigt hat. Das bedeutet im Endeffekt, ihr könnt mit anderen Leuten nicht mehr kommunizieren, laut diesem Gesetzentwurf, den er da möchte, ohne dass gleichzeitig euer Name im Spiel ist. Also ohne dass euer Klarname, der verifiziert wird durch euren Ausweis, im Spiel ist. Das hat gravierende Folgen. Und zwar zum einen natürlich, wir können hier über Meinungsfreiheit reden. Das sind alles eher von mir aus subjektive Dinge. Man fühlt sich vermutlich eingeschränkter, wenn man weiß, wer der andere ist. Aber es wäre noch sehr viel schlimmer. Denn wenn wir es uns mal genau überlegen, dann ist eigentlich jeder In-Game-Chat auch eine nummernunabhängige interpersonelle Kommunikation. Und das bedeutet, ich müsste, um League of Legends spielen zu können oder andere Spiele spielen zu können, meinen Ausweis dort hinterlegen. Ich müsste quasi alles, was eine Chat-Funktion hat, müsste ich meinen Ausweis hinterlegen. Und das würde ich definitiv nicht machen wollen. Denn wenn man einen Ausweis bei einer Plattform wie zum Beispiel League of Legends, nur als kleines Beispiel jetzt hier, hinterlegt, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass diese Ausweisdaten gestohlen werden können.
Und das ist tatsächlich schon häufiger mal passiert. Und League of Legends hatte auch schon seine Schwachstellen und seine Hacks, die da quasi Daten an den Hacker gebracht haben. Das bedeutet, dass Hacker in den Besitz meines Ausweises kommen. Was damit alles möglich ist, das habe ich bereits in einem meiner Videos schon gezeigt. Ich verlinke euch das in der Endkarte. Und ich will es hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das Endresultat könnte ein Identitätsdiebstahl sein. Das bedeutet, dass jemand anders Zugriff auf eure wahre Identität hat, könnte bedeuten, er übernimmt eure Identität und geht damit zum Beispiel im Internet shoppen und ihr habt am Ende dann die Kläger am Hals, weil die euch im Endeffekt nur euch kennen. Also er bestellt auf euren Namen, aber er bestellt vielleicht eine andere Adresse. Aber die Rechnung kommt trotzdem an eure Adresse. Das ist relativ häufig angegeben, müsst ihr mal drauf achten. Und das wäre dann einfach möglich und ja, ihr bekommt die Rechnung, aber niemals die Waren und ihr könnt auch nicht sagen, ich schicke die zurück. Relativ problematisch also. Andere vermuten allerdings, dass hier eigentlich gar nicht dieser Gesetzesentwurf mit den Klarnamen oder mit der Ausweispflicht im Vordergrund steht, sondern dass das eigentlich nur eine Ablenkung ist und zwar von dem, was richtig im Hintergrund passieren soll. Denn in dem Gesetzesentwurf, den er da vorgelegt hat, da steht noch ein paar mehr interessante Sachen drin. Und zwar sollen Internetzugangs- und Signalübertragungsanbieter dazu verpflichtet werden, ich zitiere das Ganze mal kurz, Auskünfte zu erteilen und Hilfestellungen zu gewähren. Und zwar im Rahmen von Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung. Das bedeutet, im Klartext sollen Anbieter wie zum Beispiel Telekom, Vodafone oder eben auch die ganzen anderen Anbieter, die euch Internetzugang ermöglichen, sollen dazu verpflichtet werden, dabei zu helfen, wie sie euch den Staatstrojaner unterjubeln zum Beispiel. Und das ist schon so noch so eine kleine Aua. Das ist schon noch ein bisschen schlimmer als das, was wir bisher alles hatten. Alles in allem also ein Gesetz, was mit der Datenfreiheit oder mit der generellen Freiheit in Deutschland nicht wirklich konform geht und eigentlich nicht angenommen werden sollte. Aber in letzter Zeit ist da vieles angenommen worden, was ich so nicht wirklich unterschreiben könnte. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir natürlich wie immer gerne unten in die Beschreibung bzw. in die Kommentare reinschreiben. So, und damit möchte ich abschließen und zwar wie immer mit dem Bericht der Woche, der diese Woche auch gleichzeitig die Machine Learning News ist. Denn tatsächlich hat Netzpolitik.org hier einen sehr interessanten Artikel geschrieben und zwar, dass Europol und Frontex jetzt Strafverfolgungsalgorithmen basierend auf KI, also künstliche Intelligenz, schreiben wollen oder gerade an der Entwicklung sind. Und ja, das ist ein bisschen schwierig meiner Meinung nach, denn tatsächlich hört sich das sehr cyberpunkig an und KIs machen immer Fehler, das müsst ihr im Kopf behalten. Die machen immer Fehler und können auch sehr schnell mal rassistisch zum Beispiel werden. Aber ja, was soll im Endeffekt passieren? Nun zum Beispiel iBorder Control ist ein Programm, mit dem man automatisiert Grenzüberwachung machen kann. Das heißt, man hat da eine Watchlist von vermeintlichen Verbrechern oder Verbrechern, die zumindest gesucht werden. Und die können dann automatisch abgeglichen werden, mit Hilfe dieser KI eben. Das heißt, Gesichtserkennung ist natürlich hier auf jeden Fall dabei, aber eben auch sehr viele andere Dinge. Und das soll nicht nur im Bereich Grenzkontrolle oder sowas zum Einsatz kommen, sondern auch Cybercrime, Drogenkriminalität, Grenzkontrollen, generell alles soll eigentlich mit KI möglichst automatisiert werden. Also ein bisschen schwierig das Ganze. Was ihr meint, dürft ihr mir gerne mal schreiben. Und wie gesagt, der Bericht ist natürlich verlinkt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.